Ich würde sagen, wir sind fast vollzählig. Ein paar kommen vielleicht gleich noch, aber wir legen los. Und daher nochmal ein herzliches Willkommen an Sie, liebe Gäste, zu unserer heutigen Ausgabe von Unternehmen Wissen to Go. Heute zum Thema Speed Dating, Kooperation, Social Media, neue Wege im Azubi-Marketing. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Meine Kolleginnen, die Katja Bielefeld und die Annika Schütte von der Servicestelle Schule Wirtschaft aus unserem Übergangsmanagement, also aus dem Übergangsmanagement des Jobcenters der Maßarbeit, sind heute bei mir zu Gast. Doch bevor wir die beiden Damen begrüßen, würde ich ganz gerne noch ein paar Worte zu uns als WIGOS verlieren. Wir, die WIGOS, sind also die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Osnabrück und bilden zusammen mit der Maßarbeit, wo auch meine beiden Kolleginnen beschäftigt sind, den Geschäftsbereich Wirtschaft und Arbeit. Und dieser bietet ein breites Angebotsspektrum für Unternehmen. Da haben wir von der Existenzgründungs- und Ansiedlungsberatung über die Begleitung von Unternehmensexpansion bis hin zu verschiedenen Beratungs-, Förder- oder auch Vernetzungsangeboten zu unterschiedlichen Themen, sagen wir mal Digitalisierung, Fachkräfte, aber auch wie hier Azubi-Ansprache, vieles dabei. Themen wie Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien bildet unsere OLEG, die Osnabrücker Landentwicklungsgesellschaft, ab. Mein Name ist Sandra Schürmann und ich darf heute diese Runde moderieren. Zu Gast bei uns heute, ich freue mich ganz besonders, dass es mal zwei Kolleginnen geworden sind, ist die Katja Bielefeld zum einen und auch die Annika Schütte. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Danke sehr. Danke. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, bevor wir gleich in das Thema so ein bisschen einsteigen, macht es Sinn, dass ihr euch einmal der Runde etwas vorstellt. Katja, wollen wir mal mit dir starten? Ja, vielen Dank, Sandra. Von uns vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Termin. Mein Name ist Katja Bielefeld. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeite seit 2009 bei der Maßarbeit. Bevor ich zum Übergangsmanagement Schule Beruf gewechselt habe, habe ich das Migrationszentrum des Landkreises viele Jahre geleitet und ja, freue mich, heute hier zu sein. Super, danke schön. Dann machen wir mit dir doch weiter, Annika. Danke. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung heute. Mein Name ist Annika Schütte und ich habe Erziehungswissenschaft an der Universität Münster mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik studiert. Ich bin seit 2017 bei der Maßarbeit und habe erst als Ausbildungslotsin hier gearbeitet. Und bevor ich bei der Maßarbeit war, habe ich in der Integration von Menschen mit Förderbedarf gearbeitet auf dem Arbeitsmarkt. Das erstmal zu meiner Person an dieser Stelle. Spannend, super. Dankeschön. Sie, liebe Damen und Herren, viele von Ihnen kennen das. Ich würde sagen, ich starte mal so mit ein paar Fragen, die ich mir im Vorfeld vorbereitet habe, um so in das Thema einzusteigen. Aber Ihre Fragen sind immer wichtiger als die, die ich mir hier ausgedacht habe. Das heißt, und Sie haben sich ja auch überlegt, hier teilzunehmen, weil Sie vielleicht Fragen haben oder aber Tipps zu bestimmten Themen erwarten. Melden Sie sich gerne bei mir im Chat. Der ist so eingestellt, dass nur ich diesen Chat lesen kann. Das mache ich immer aus Gründen der Übersichtlichkeit, nicht weil ich Sie nicht untereinander netzwerken lassen möchte, aber das macht es mir einfacher, den Chat im Blick zu behalten. Also schreiben Sie gerne drauf los. Ich gucke dann, dass wir es thematisch so ein bisschen hineinschieben können. Ich würde ganz gerne mit dir anfangen, Katja. Wir haben jetzt vorhin schon gehört, dass ihr beide von der Servicestelle Schule Wirtschaft kommt, der Maßarbeit, also des Jobcenters. Der ein oder andere kennt euch auch, aber nochmal so für die Runde, was macht eigentlich die Servicestelle Schule Wirtschaft? Was sind eure Hauptaufgaben und Ziele? Sehr gerne. Die Hauptaufgabe der Servicestelle Schule Wirtschaft ist es, vor allen Dingen weiterführende Schulen mit unseren regionalen Betrieben vor Ort zusammenzubringen. Das langfristige Ziel ist dabei vor allen Dingen die Fachkräftesicherung. Ganz praktisch bedeutet das, dass wir Kooperationen zwischen Schulen initiieren und begleiten. Und vor allen Dingen die unterschiedlichen Projekte herbeiführen, die Schulen mit den Betrieben vor Ort dann auf den Weg bringen.
Wir organisieren Netzwerktreffen mit Akteuren im Übergang Schule-Beruf. Wir möchten die Akteure zusammenbringen, in den Austausch bringen. Wir organisieren regionale Veranstaltungen, also Ausbildungsmessen wie den Berufsorientierungsparcours im Nordkreis, im Südkreis Talent trifft Ausbildung und Azubis werben Azubis im Südkreis. Das sind alles ganz praktische Ausbildungsmessen und auch da wollen wir Berufsorientierung quasi zum Anfassen bieten. Zudem organisieren wir regelmäßig Fachtagungen zum Thema Übergang Schule-Beruf. Und ein weiteres Handlungsfeld ist die Beratung zur Azubi-Ansprache für Unternehmen im Landkreis Osnabrück. Genau, diese Gespräche sind quasi Gespräche, die so bis zu 60 Minuten dauern, 30 bis 60 Minuten. Dabei schauen wir, was das Unternehmen bereits zur Azubi-Gewinnung macht und gehen darauf ein, was darüber hinaus möglich ist, wie zum Beispiel Schülerinnen und Schüler ansprechen, was macht das Unternehmen da, wie erreichen Unternehmen Eltern, wie ansprechend ist meine Karriereseite gestaltet, nutze ich bereits soziale Medien für die Azubi-Gewinnung? Besteht der Kontakt zu den Schulen und biete ich Praktikum insgesamt an? Ja, und im Nachgang eines solchen Gespräches gibt es dann auch nochmal eine Zusammenfassung der Ergebnisse dieses Gespräches. Und so kann man da auf uns zugehen und wir gucken gemeinsam, was man in Sachen Azubi-Ansprache noch so alles tun kann. Super, danke schön. Jetzt hast du vorhin erzählt, Annika, dass du schon einmal Ausbildungslotsin bei uns hier im Bereich gewesen bist. Da trifft sich die zweite Frage, die ich an euch richten würde, nämlich super. Denn ein großer Bereich neben der Servicestelle Schule Wirtschaft bilden die Ausbildungslotsen im Übergangsmanagement. Kannst du ein bisschen erzählen, wann Unternehmen im besten Fall mit diesen in Kontakt treten und wo ihnen durch die Ausbildungslotsen geholfen werden kann? Klar, gerne. Ich erzähle mal erstmal kurz, was die Ausbildungslotsen genau machen. Und zwar ist es so, dass die in der Regel auf dem Weg in die Ausbildung unterstützen und begleiten. Bedeutet, die schauen mit dem Jugendlichen, welche Ausbildung passt eigentlich zu mir und schreiben dann Bewerbungen und unterstützen direkt in diesem Prozess. Im besten Fall ist es so, dass sie danach weiterhin Kontakt zum Jugendlichen haben und dranbleiben, also den Jugendlichen auch weiterhin kennen und der Jugendliche weiß, wenn ich Fragen habe, kann ich mich immer an den Ausbildungslotsen wenden. Sei es Fragen zur Berufsschule, Fragen rund um das Thema, vielleicht auch Nachhilfe oder Fragen innerhalb der Ausbildung. All diese Dinge kann der Ausbildungslotse dann beantworten oder zumindest Lösungen gemeinsam mit dem Jugendlichen finden. Wenn jetzt ein Unternehmer sagt, Mensch, ich habe hier ein paar Fragen rund um das Thema Ausbildung bei meinem Azubi, zum Beispiel, weil er Nachhilfe braucht oder es ist nicht ein Konflikt im Betrieb vor oder irgendwas ist los, irgendwie vielleicht soziale Probleme bei meinem Azubi, dann kann auch der Unternehmer sich oder Unternehmensvertreter, Vertreterin sich bei dem Ausbildungslotsen melden und sagen, Mensch, können wir uns nicht mal zusammensetzen? Das geht sowohl im Vier-Augen-Gespräch, aber auch gemeinsam mit dem Azubi. Und dann unterstützt der Ausbildungslotse oder die Ausbildungslotsin und stellt auch Netzwerkkontakte her. Schaut wirklich, was gibt es hier in der Region für ein Angebot, macht vielleicht ein Gespräch mit der Berufsschule Sinn. Also da sind individuelle Lösungen immer möglich. Und alle natürlich Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. Das ist auf jeden Fall so das übergeordnete Ziel, ne? So. Und alle Unternehmen aus dem Landkreis Osnabrück haben die Möglichkeit, auf diese Dienstleistung zurückzugreifen? Genau, aus dem Landkreis Osnabrück haben alle Unternehmen die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Wenn die Unternehmen jetzt Kontakt aufnehmen möchten, dann ist das ganz einfach möglich über die App Ausbildung Plus. Kann man sich im App Store runterladen und dann gibt man einfach die Postleitzahl ein, in der sich das Unternehmen befindet und dann wird einem direkte zuständige Ausbildungslotse zugewiesen. Man kann natürlich auch den klassischen Weg über E-Mail und Telefon gehen, aber das finde ich ist auch immer nochmal zusätzlich eine nette Möglichkeit. Ich merke schon, sehr digital seid ihr da aufgestellt. Aber in der Zusammenarbeit mit Jugendlichen sicherlich auch absolut hilfreich und wertvoll. Katja, was oder sagen wir es mal anders, wie verhält es sich denn in diesem Jahr? Sind eher die Unternehmen auf der Suche nach Azubis oder suchen die Azubis stärker den Kontakt zu den Unternehmen? Kann man das pauschal überhaupt beantworten? Ja, wir haben nach wie vor die Situation, dass auf dem Arbeitsmarkt mehr Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen als Bewerberinnen und Bewerber. Das war auch vor Corona schon so und das ist auch
Im Moment noch so. Statistisch treffen quasi zwei Auszubildende auf eine Ausbildungsstelle, also quasi zwei Bewerber auf eine Ausbildungsstelle. Allerdings sind im Vergleich zum Vorjahr die Ausbildungsverträge tatsächlich zurückgegangen. Das trifft aber vor allen Dingen die Bereiche Handwerk, Industrie und Handel, so die Aussage der Agentur für Arbeit. Ich würde weitermachen mit dir, Annika, mit der Frage. Man hört und liest immer wieder, dass die Schüler derzeit meist zu einem weiteren Schulbesuch tendieren. Was meinst du? Warum ist das so? Oder bestätigst du die Aussage? Ich glaube, das ist durchaus eine komplizierte Frage und die ist auch gar nicht so eindimensional zu beantworten. Also ich glaube, es gibt viele Ursachen, die dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler tatsächlich mehr zu einem Schulbesuch tendieren. Ich glaube, dass man da Gründe nennen kann wie Akademisierung, Anerkennung von Ausbildungsberufen, die Generation, aber auch Entscheidungen innerhalb der eigenen Peer Group, also so Trends innerhalb der Clique, wo gehen wir hin, und aber natürlich in der aktuellen Zeit definitiv auch Corona. Wenn ich nochmal auf ein paar Beispiele im Detail eingehe, glaube ich, dass ein ganz wesentlicher Faktor der Generation Z ist, dass die Generation eine sehr, sehr große Vielfalt hat und dass der Arbeitsmarkt diese Vielfalt und diese Optionsvielfalt auch derzeit einfach hergibt. Und das kann auch zu einer Orientierungslosigkeit bei den Jugendlichen führen. Das macht ja was mit denen. Also die stellen sich die Frage, welcher Beruf passt zu mir und mit welchem Beruf kann ich mich auch wirklich identifizieren? Also wo sage ich, das passt jetzt ganz genau zu meinen Vorstellungen und sie haben diese Möglichkeiten. Und wenn sie an diesem Punkt noch nicht so klar für sich sind, dann ist es der sichere Weg zu sagen, ich gehe erstmal noch ein Jahr weiter zur Schule, dann habe ich einen höheren Schulabschluss, dann habe ich vielleicht noch mehr Möglichkeiten und fühle mich einfach sicherer mit der Entscheidung. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und in Zeiten von Corona ist es noch mehr so, dass die Jugendlichen Schwierigkeiten haben, sich festzulegen, weil praktisch erlebbare Berufsorientierung weniger war. Ich denke da an das Praktikum, an wirklich so Elemente der Berufsorientierung, wo sie nachher für sich gemerkt haben, Mensch, das passt und hiermit fühle ich mich gut. Und vor dem Hintergrund ist es dann einfacher zu sagen, ich hänge noch ein Jahr Schule dran. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Jugendlichen, glaube ich, auch weniger Konkurrenzdruck haben. Dadurch, dass wir, wie Katja Bielefeld vorhin gesagt hat, derzeit noch mehr Ausbildungsstellen haben als Bewerber, haben die Jugendlichen auch weniger Druck. Also wenn ich mich jetzt nicht entscheide, ich kann mich ja später noch entscheiden. Okay, danke für deine Einschätzung, Annika. Du, Katja, die Annika hat es gerade schon gesagt, es gab weniger Berufsorientierung oder es war anders oder schwieriger erlebbar. Wie lief es denn in den letzten 12 Jahren, um Gottes Willen, in diesen 12 Monaten, in diesem Corona-Jahr? Wie hat Berufsorientierung stattgefunden oder wie findet es statt? Was hat im Gegensatz sich zu früher verändert? Es fühlt sich an wie 12 Jahre. Ne? Das ist, wie Annika eben schon sagte, die berufspraktische Orientierung fehlt. Also Praktikumsplätze oder Praktika und die Berufsorientierungsmessen, die ja für den unmittelbaren Kontakt mit den Betrieben da sind, das ist völlig weggebrochen und ist genau das, was im Grunde fehlt. Das heißt nicht, dass nicht weiterhin Berufsorientierung stattgefunden hat an den Schulen. Die Schulen sind da wirklich sehr, sehr bemüht und versuchen das, was möglich ist, auch irgendwie digital umzusetzen. Sei es, dass sie Betriebe mit Videoschaltung in den Unterricht bringen, dass sie Azubis in den Unterricht bringen per Videoschaltung, die dann von ihrem Ausbildungsberuf berichten. Da sind viele kreative Ideen entstanden, aber es fehlt bei Gott dieser ganz direkte Kontakt und dass ich mal für 2 Wochen durch einen Betrieb mitlaufe und sehe, wie geht das hier eigentlich und vielleicht auch ein Betriebsklima miterlebe und sage, boah, die sind hier alle so toll, hier will ich arbeiten. Das fehlt. Was ist bei euch in den nächsten Monaten so geplant? Was steht an? Wir planen gerade unter Absagevorbehalt weiterhin die Azubi-Messen im Nordkreis, im Berufsorientierungsparcours. In Melle soll es ein angepasstes Format für Familien geben, Familienparcours sozusagen.
Und vielleicht Annika für den Südkreis, magst du das ergänzen? Gerne. Wir planen im Südkreis gerade die Berufsorientierungsveranstaltung Azubis werben Azubis, aber sicherlich in einem angepassten Format. Mehr Informationen erhalten Sie dann noch, wenn wir das Datum feststehen haben und genau die letzten noch zu klärenden Punkte zum Format besprochen haben. Und ähnlich sieht es aus bei Talent trifft Ausbildung für Georgsmarienhütte, Hagen, Hasbergen. Auch hier wird es ein Format geben. Und da ist es uns wichtig, auf jeden Fall auch in Richtung Berufsorientierung etwas anzubieten. Dankeschön. Was steht ansonsten in welcher Form an, so für die Region vielleicht? Digital wird es wieder die Ausbildung 49 geben, die im letzten Jahr auch schon in digitalem Format stattgefunden hat. Daneben gibt es immer wieder Azubi-Speed-Datings, die digital angeboten werden, so wie heute ja auch. Da gab es jetzt ja leider ein bisschen terminlichen Konflikt. Wir hätten das gerne beides sozusagen ermöglicht. Also da können Sie sich als Betrieb bei den Kammern melden, bei der IHK, der HWK, die organisieren immer wieder Messen, aber also nicht Messen, sondern Azubi-Speed-Datings, das wird genutzt. Genau, und aber alle diese Termine, die finden Sie auch auf unserer neuen Internetplattform, auf die ich später, glaube ich, noch, Sandra, zurückkomme. Die Ausbildungsregion Osnabrück, da haben wir einen Veranstaltungskalender, da findet man dann auch unsere aktuellen Angebote. Super, das zeigen wir gleich nochmal, wo wir die dann finden können. Aber jetzt habt ihr eine Menge schon gesagt, was ihr an Formaten organisiert oder auch andere hier in der Region. Darüber hinaus können ja Unternehmen auch eigenständig nochmal die Initiative ergreifen und in der Richtung etwas tun. Habt ihr da vielleicht gute Beispiele, von denen ihr gehört habt, an denen ihr teilgenommen habt, von denen ihr vielleicht Kenntnis habt? Ja, also auch Ausbildungsbetriebe können aktiv zur Berufsorientierung in den aktuellen Zeiten beitragen. Da gibt es beispielsweise Betriebe, die Azubi-Videos auf ihrer Homepage veröffentlicht haben oder über soziale Medien. Diese Azubi-Videos sind teilweise über eine Agentur gedreht worden, aber auch ganz einfach mit den Handykameras der Azubis selber, die dann durch ihren Ausbildungsbetrieb gelaufen sind. Die sind eigentlich total nett gemacht und auch solche Mittel dienen dazu, dass Jugendliche sehen, das gibt es in meiner Region, das gibt vielleicht vor meiner Haustür. Ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel ein Azubi-Video der Zahnarztpraxis in Bramsche, die Dr. Simon Praxis. Die haben, finde ich, das ganz toll gemacht, hat auch eine Auszubildende ganz auf lustige Art und Weise gesagt, dass man in der Praxis halt ganz toll die Ausbildung machen kann. Das kann man sich mal angucken. Wir haben das dann auch über Social Media geteilt und wir bieten als Servicestelle Schule Wirtschaft auch die Möglichkeit, solche Videos auf unserem Instagram-Kanal zu teilen, schulewirtschaft.lkos. Und wir verlinken auch immer zum Landkreis, sodass da darüber auch eine sehr hohe Reichweite generiert wird. Ja, danke schön. Das klingt gut. Das googeln wir gleich im Anschluss mal alle einmal. Und und ich finde auch das charmant, wenn das Jugendliche Auszubildende selber machen, dann ist es doch ganz authentisch und kommt vielleicht da auch nahbarer bei den Unternehmen an. Jetzt haben wir in der Vorbereitung auch noch mal so ein bisschen gesprochen. Diese Maßnahmen sind das eine, die wir anmessen, an Formaten entwickeln oder aber auch die Videos. Aber was meinst du, Katja, fehlt den Jugendlichen im Punkto Berufsorientierung derzeit am ehesten, am meisten? Ja, wir haben ja schon anklingen lassen, dass die praktischen Erfahrungen fehlen. Und praktische Erfahrungen sind über das Praktikum sicherlich am meisten zu erfahren oder am intensivsten. Man hat wirklich ganz, ganz starke Einblicke in das Arbeitsleben, in das echte Arbeitsleben innerhalb eines solchen Praktikums. Und das fehlt tatsächlich am meisten. Und ist halt auch für Unternehmen das Hauptakquiseinstrument. Denn über so ein Praktikum hat man halt häufig die Möglichkeit, dann auch seinen zukünftigen Azubi zu generieren. Und genauso auch mit den Ausbildungsmessen, die jetzt wegbrechen. Auch darüber besteht halt auch eine gute Chance, in den ersten Kontakt mit den potenziellen Auszubildenden zu kommen und die schon mal quasi für ein Praktikum anzuwerben. Mhm. Genau. Und da fehlt es tatsächlich an der Stelle.
Aber dann brecht ihr immer wieder auch eine Lanze, sofern denn möglich, für das Praktikum sich da bereitzustellen und darüber auch einen ganz großen Mehrwert für die Jugendlichen, aber auch fürs eigene Unternehmen darüber ja zu generieren. Genau. Sehr gut. Annika, wie gehen denn die Auszubildenden bei ihrer Suche nach einer Ausbildung vor? Beziehungsweise wo suchen sie nach Unternehmen? Oder vielleicht auch anders gefragt, was meint ihr, wo müssen Unternehmen heutzutage sichtbar sein, um von den jungen Menschen gefunden zu werden? Jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Thema Generation Z. Aber es ist tatsächlich so, dass die Generation Z sind Digital Natives und vor allem Mobile Natives. Bedeutet, wenn die junge Generation ins Internet geht und im Internet etwas nachschaut, dann läuft der Weg meistens übers Smartphone. Und das muss man sich erstmal bewusst machen, wenn man überlegt, wie platziere ich eigentlich meine digitalen Stellenausschreibungen und Inhalte. Das bedeutet zum einen, dass Ihre Website, Ihre Stellenausschreibung, alles sollte in mobiler Ansicht sehr, sehr gut zur Verfügung stehen und auch mit wenigen Klicks gefunden werden können. Wenn also jetzt der Jugendliche über Google geht, was Sie häufig tun, und sagt, Mensch, ich suche mal nach dem Unternehmen und ich suche nach meiner Region oder ich suche nach der oder nach einer Art Ausbildung in der Region, dann sollten Sie gefunden werden. Und wenn der Jugendliche dann auf Ihre Website geht, raten wir Ihnen dazu, dass Sie eine Karriereseite auf Ihrer Website einrichten, wo der Jugendliche sich direkt zum Thema Ausbildung informieren kann und nicht lange suchen muss, sondern dass er schnell dort fündig wird. Und unabhängig jetzt mal von der eigenen Stellenausschreibung auf der Webseite, würden wir auch immer empfehlen, dass Sie sich überlegen, in welcher Medienwelt ist eigentlich meine Zielgruppe aktiv? Und bei den Jugendlichen ist das derzeit ganz klar Instagram. Das bestätigt auch die ARD-ZDF-Online-Studie und die GYM-Studie. Das ist eine Medienstudie von 12- bis 19-Jährigen in Deutschland. Und die sagt eben, dass Instagram derzeit eine der beliebtesten Apps ist, wenn es um Kommunikation und Social Media geht in der Jugendgeneration. Und folglich ist das auch der Weg, wo man die Jugendlichen erreichen kann derzeit. Und da würde ich definitiv zu raten, dass man diese Kanäle nutzt. Aber grundsätzlich ist es so, umso orientierter die Jugendlichen sind, ist ja auch immer die Frage, wo steht der Jugendliche gerade, umso spezifischer sucht er. Also wenn der Jugendliche genau weiß, was er will, dann sucht er spezifisch und dann gelangt er auf ihre Website. Wenn er nicht so orientiert ist, dann ist tatsächlich Instagram sehr, sehr interessant, weil er dort mal eben schnell nachguckt, ach Mensch, ist denn der Tischler von nebenan, ist der auch bei Instagram? Und wenn er sie dann findet, dann ist das definitiv ein Pluspunkt. Okay, danke schön. Also du sprachst Instagram an, soziale Netzwerke, soziale Medien an. Im Punkto Mittel der Öffentlichkeitsarbeit darüber hinaus, gibt es etwas, was Unternehmen noch tun müssen, wo sie noch aktiv sein sollten oder zum Thema Recruiting nutzen könnten? Also ich glaube, grundsätzlich möchte ich tatsächlich gerade noch mal ganz gerne auf Instagram eingehen. Glaube ich, dass Instagram einfach ein ganz zentrales Instrument ist, um sich zu vernetzen und auch kostenlos zu vernetzen mit Schulen, mit Netzwerkpartnern und dort kostenlos auch sichtbar zu sein und wirklich tatsächlich sich auch die Werbung zum Jugendlichen zu bringen. Es gibt kaum Format, was das noch ermöglicht. Bedeutet, wenn Sie Werbung über Instagram bezahlen, dann kommt Ihre Stellenausschreibung zum Jugendlichen und nicht umgekehrt. Also Sie können dann sagen, ich möchte, dass der Jugendliche, der 16 Jahre alt ist und aus Georgsmarienhütte kommt und der Fußball spielt, dass der meine Stellenausschreibung sieht und nicht mal aktiv danach suchen muss. Natürlich ist es ansonsten auch so, dass wir trotzdem empfehlen, die regionalen Blätter mit Stellenausschreibungen zu versehen, einfach weil dort die Zielgruppe der Eltern erreicht werden kann und sich möglichst breit aufzustellen. Okay, danke schön. Katja, vielleicht nochmal zu den Mindestanforderungen im Punkto, was muss ich, wenn ich Unternehmerin wäre, alles mitbringen, bereit sein anzubieten, sage ich mal, oder für Schülerinnen und Schüler leisten, um interessant zu sein für ein Praktikum oder überhaupt in Frage zu kommen für eine Ausbildung?
Ja, wie schon vorhin angedeutet, ist eines der erfolgreichsten Instrumente des Recruitings für Auszubildende das Praktikum. Und das bedeutet, dass sie sich für ihre Praktikantinnen und Praktikanten die entsprechende Zeit nehmen müssen oder sollten. Wenn der Praktikant sich im Praktikum wohlfühlt und sich wertgeschätzt fühlt, haben sie gute Chancen, dass er oder sie dann tatsächlich auch sagt, ich möchte hier wirklich sehr, sehr gerne meine Ausbildung machen. Also das zum einen. Dann das Recruiting selber sollte natürlich auch ein bisschen oder wird Zeit in Anspruch nehmen, dass sie sich als Unternehmen tatsächlich in der Region sichtbar machen und ihre Vorzüge und Benefits auch deutlich benennen und sagen, warum sollte ein Auszubildender bei mir anfangen und nicht woanders. Und da sind häufig Stellenausschreibungen, wo auch immer sie platziert sind, sehr beliebig. Und wo man sagt, ja, die sind alle irgendwo Karriere, sie können bei uns Karriere machen. Die klingen alle relativ ähnlich. Und da, finde ich, können sich Betriebe doch noch mehr herausstellen, dass man sagt, die Benefits auch in Stellenausschreibungen zu benennen und da Zeit zu investieren, zu überlegen, was biete ich denn tatsächlich dem Auszubildenden bei mir und da Zeit investieren. Mhm. Wäre unser Rat sozusagen an dieser Stelle. Dankeschön. Ein gutes Mittel, Sichtbarkeit bei Schülern zu generieren, sind sicherlich auch die Kooperationen zwischen Schule und Betrieb, zwischen Schule und Unternehmen. Ich entnehme das manchmal der Presse, dass ihr da ganz aktiv seid und einzelne Kooperationen zwischen einem Betrieb und meinetwegen einer Oberschule zustande kommen. Worum handelt es sich da vielleicht genau? Warum entscheiden sich Unternehmen für so eine Kooperation mit eurer Unterstützung? Und was steckt vielleicht dahinter? Wie verbindlich, wie direkt ist so eine Kooperation? Also die Kooperation ist quasi der unmittelbare Draht zu den Schulen und damit auch zu den Schülerinnen und Schülern. Wenn Sie als Kooperationsunternehmen mit einer Schule zusammenarbeiten, dann kommen Schulen ja immer auch wieder auf sie zu und fragen, können wir was zusammen machen? Wir als Servicestelle Schule Wirtschaft begleiten die und strukturieren solche Kooperationen ganz gerne. Sie können als Unternehmen mit einer Schule kooperieren oder auch mit mehreren Schulen zusammenarbeiten. Die Kooperation sieht dann so aus, dass wir im Vorfeld einmal mit den Schulen, mit der Schule sprechen, welche Betriebe vielleicht interessant und eine Ergänzung wären und versuchen dann, sie mit dieser Schule zusammenzubringen und dann in einem ersten Gespräch zu gucken, was können wir denn für Projekte gemeinsam auf den Weg bringen, die für beide Seiten gewinnbringend sind. Also als Schule beispielsweise, dass sie wissen, ich kann mich darauf verlassen, wenn ich mich an die Firma XY wende, da sind meine Schülerinnen und Schüler auch gut versorgt dort, da nehmen sich die Betriebsmitarbeiter Zeit für meine Schülerinnen und Schüler und die kommen gut orientiert und wissen dann nachher, ist der Ausbildungsberuf was für mich oder ist das nicht. Und für Sie als Unternehmen kann das dann natürlich der potenzielle spätere Auszubildende sein, wenn das gut läuft, das Ganze. Und wir überlegen dann gemeinsam in einem Vorgespräch, welche Projekte können innerhalb einer Kooperation umgesetzt werden. Und das können dann beispielsweise sein Berufe im Unterricht. Das heißt, Sie kommen mal als Betrieb in den Unterricht und stellen Ausbildungsberufe vor. Oder Sie bieten der Schule an, dass Sie mit den Klassen oder Jahrgängen mal in den Betrieb kommen können und sich das angucken können. Praktika natürlich, dass man jederzeit Praktikumsplätze bekommen kann. Sie nehmen an den Messen beispielsweise teil, dass Sie sagen, wir werden auf jeden Fall einen Stand in einem der Ausbildungsmessen in der Region bestücken. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auch an Elternabenden mal teilzunehmen, sagen Sie, auch Ausbildungsberufe im Elternabend vorstellen oder aber, dass der Elternabend vielleicht auch bei Ihnen im Unterricht, bei Ihnen im Betrieb stattfinden kann oder ganz individuelle Projekte, sondern irgendwie so ein Technikprojekt mal macht mit der Schule oder aber so eine Schülerfirma gründet. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, mit einer Schule zusammenzuarbeiten und wir sorgen dafür, dass diese Kooperation und die Projekte entsprechend terminiert sind, dass man weiß, wer ist mein Ansprechpartner, wen muss ich anrufen und würden das dann auch alles in einem schönen Kooperationsvertrag festhalten und öffentlichkeitswirksam in der Regel, wenn das der Wunsch ist, dann auf den Weg bringen.
Genau, sowas habe ich doch schon häufiger mal gelesen. Annika, wir hatten oder du hattest vorhin schon immer mal das Thema Generation Z. Du bist jetzt unsere Expertin der jungen Leute. Was meinst du, was erhöht die Attraktivität eines Unternehmens aus Sicht der derzeitigen Schülerinnen und Schüler in den Abgangsklassen? Reicht da noch ein zeitnahes Bewerbermanagement, eine Aussicht vielleicht auf einen festen eine feste Anstellung nach der Ausbildung? Oder ja, was ist gerade für die Generation Z attraktiv? Was lockt sie? Ich glaube, das sind tatsächlich vielfältige Punkte. Ich würde gern da ansetzen, dass ich sage, ich glaube, ein Unternehmen muss sich in den heutigen Zeiten bei den jungen Menschen auch bewerben. Es ist nicht mehr nur einseitig, sondern es muss auch von der anderen Seite kommen. Und das gute Bewerbermanagement beginnt aus meiner Sicht auf jeden Fall intern zuallererst. Also, dass man sich im Unternehmen fragt, ja, wie sehen eigentlich bei uns intern Onboarding-Maßnahmen aus? Und dass man sich mal mit dem Thema Arbeitgebermarke auseinandersetzt. Also, dass Sie sich vielleicht als Unternehmen die Frage stellen, was biete ich meinen Azubis innerhalb des Ausbildungsprozesses an und hat er hier vielleicht im Unternehmen auch einen Ansprechpartner? Gibt es sowas wie einen Azubi-Partner im Haus? Wer kümmert sich darum? Wer hat den im Blick? Und wer ist auch so ein bisschen die Leitfunktion und jemand, der so den Wohlfühlfaktor im Unternehmen schafft bei den Jugendlichen? Und ja, und haben Sie eine Feedback-Kultur? Also stellen Sie sich die Frage, haben wir eine ausgereifte Feedback-Kultur und wenn nicht, was müssen wir noch für Schritte in die Wege leiten, um da einfach noch so ein bisschen ja, das ganz klar durchzustrukturieren und auch klar zu haben, wer sich darum kümmert und das auch nachhalten zu können vielleicht. Genau, und setzen Sie sich insgesamt mit Ihrem Benefit auseinander. Also einmal in die Perspektive des Jugendlichen hineinversetzen, was kann der vielleicht interessant finden, wie können wir den locken und was hat unser Unternehmen zu bieten. Und wenn Sie an dem Punkt intern sind, dann ist es natürlich ganz wichtig, das auch nach außen hin öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren und darzustellen. Also, dass Ihre Stellenausschreibung sich ganz klar von anderen Stellenausschreibungen abhebt und eben nicht einfach nur in der Masse untergeht. Also schaffen Sie einen Wiedererkennungswert für sich, der auch zu Ihnen passt, der authentisch ist. Und bringen Sie die Benefits ganz klar oder arbeiten Sie die ganz klar heraus. Und ja, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass das A und O für Jugendliche nach wie vor die Wohlfühlatmosphäre ist und die Arbeitsumgebung. Das ist denen ganz, ganz wichtig, dass sie mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen und sich auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgeholt fühlen. Also da diese Onboarding-Maßnahmen sind da für mich auch nochmal ein ganz wichtiges Stichwort. Also mit Onboarding meine ich wirklich von dem Praktikum, wo man eine gute Feedback-Kultur etabliert und den abholt, hin zum ersten Vorstellungsgespräch über den ersten Arbeitstag, sich wirklich zu überlegen, wie strukturiere ich diese Prozesse und wie hole ich den gut an Bord? Wo können Unsicherheiten sein? Was muss ich ihm schriftlich an die Hand geben und wie gebe ich ihm Sicherheit? Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo man als Unternehmen ganz eindeutig gewinnen kann. Wenn ich jetzt nur auf die Generation Z erstmal schaue rund um das Thema, ist es, glaube ich, noch so, dass denen ein sicherer Arbeitsplatz und Entwicklungsperspektiven sehr wichtig sind. Und das können sie tatsächlich auch schon in ihrer Stellenausschreibung so deutlich benennen. Und die Generation mag es auch gerne auf Augenhöhe in deren Spielraum natürlich, aber auf Augenhöhe zu sein. Also sich ernst genommen zu fühlen und auch gefragt zu werden und mal eingebunden zu werden. Und das habe ich auch schon erlebt. Ich war neulich noch bei einem Unternehmen und da habe ich den Jugendlichen auch gefragt, Mensch, was macht die Ausbildung hier für dich denn besonders toll? Und er hat tatsächlich gesagt, ich fühle mich auf Augenhöhe und ich habe nicht den Stempel Azubi. Fand ich irgendwie nochmal ganz schön gesagt. Ja, das an dieser Stelle dazu. Ich glaube, das gibt einen ganz guten Überblick. Dankeschön. Katja, ich glaube, seit Mitte Januar ist es, glaube ich, gewesen, tritt die Ausbildungsregion Osnabrück mit einem neuen Internetauftritt auf. Ne? Und ich habe gehört, dass ihr da ganz verschiedene Zielgruppen bedient. Und vielleicht magst du dazu ein bisschen was ansprechen. Da ist, glaube ich, nicht nur die Zielgruppe Schüler und Unternehmen, sondern sie wird da etwas weiter gefasst. Ja. Genau, die Zielgruppe unserer neuen Webseite, wenn das gewünscht ist, kann ich die auch gerne parallel aufmachen. Die Zielgruppe ist hier oben tatsächlich in den Reitern zu finden. Das sind Jugendliche, Eltern, Schulen und Betriebe.
Okay, und welche Mehrwerte bietet jetzt die Seite für die verschiedenen Zielgruppen? Der Mehrwert ist vor allen Dingen darin zu sehen, dass alles zum Thema Berufsorientierung auf dieser Seite zu finden ist. Berufsorientierung und Ausbildung, alles das soll auf dieser Seite gebündelt werden. Und was das Besondere ist, das ist die einzige Multi-User-Webseite dieser Art in dieser Region. Also von daher ist das absolut neu. Wir brauchen also eigentlich nur noch diese eine Seite und sind genau informiert. So. Wir verlinken überall hin. Es gibt sowas auch in kleineren Regionen, also in kleineren Gemeinden im Landkreis Osnabrück, die das für sich als Stadt entdeckt haben. Total super, richtig gute Idee. Und da verlinken wir dann auch dazu hin. Also eigentlich muss man darüber gehen, dann findet man im Grunde alles, was man braucht. Wer arbeitet jetzt mit der Seite? Ich habe vorhin noch eine Frage im Chat gesehen, bevor wir hiermit gestartet sind. Wie erreiche ich denn jetzt nun die Schüler und auch gerade in diesen Zeiten, in diesen verrückten Zeiten? Also wen erreiche ich mit der Seite? Sehen diese also, oder arbeiten auch Schüler oder Schulen mit dieser Seite? Ja, also im besten Fall arbeiten alle, die das Thema Berufsorientierung, Ausbildung, Übergangsschule, Beruf berührt, mit dieser Datenbank. Ziel ist es daher, dass das auch tatsächlich in den Schulen angewandt wird, um Berufsorientierung digital umzusetzen, aber auch für die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Das heißt, Schülerinnen und Schüler werden angehalten oder werden ermuntert, diese Seite zu nutzen, um dann ganz gezielt nach einem Ausbildungsplatz oder einem Praktikumsplatz zu suchen. Es ist keine Jobbörse im klassischen Sinne oder Ausbildungsbörse, sondern eher eine Berufsorientierungsbörse, aber alle Betriebe, die dort aufgeführt sind, bilden aus oder machen Praktikum. Also insofern ergibt das schon sehr viel Sinn, sich dort entsprechend zu registrieren als Betrieb. Und du sagst das Registrieren, also wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, ich kann mich auf dieser Seite, auf dieser, ich glaube, ich habe mal von der Betriebsdatenbank gehört, registrieren und werde dann tatsächlich auch von den Schulen in Verbindung mit den Lehrkräften und den Schülern gefunden, oder? Ja, ganz genau. Also ich kann ja kurz einmal durchklicken, Sie können sich das aber auch gerne dann im Nachgang angucken, oder wir wünschen uns das, wenn Sie sich das nochmal genauer dann anschauen. Fragen können wir auch im Nachgang gerne beantworten dazu. Also hier haben wir einmal die Möglichkeit, dass Jugendliche hier nach Betrieben suchen oder nach Ausbildungsberufen suchen, Eltern eben Informationen zum Beruf, Schulen, BO-Maßnahmen, Infos in den Schulen, hier der Veranstaltungskalender für Schulen und dann eben die Betriebsdatenbank. Und das ist eigentlich total simpel, dass man sich dort einmal registriert. Man kann ein Nutzerkonto anlegen und dann sind einem eigentlich alle Möglichkeiten offen, quasi Angebote zu platzieren. Das sind nicht nur die eigenen Ausbildungsberufe, sondern auch, ich kann für diese Hauptseite irgendwelche interessanten Neuigkeiten, ich habe einen Azubi-Preis gewonnen oder sowas. Alles das, um mich quasi als Ausbildungsbetrieb sichtbar zu machen, so wie hier das Kamina und Schmidt gemacht haben. Einfach mal einen Beitrag zum Thema Berufsorientierung oder zur Ausbildung zu platzieren. Mhm. War das die Frage? Also zum Thema Sichtbarkeit bietet das auf jeden Fall hier nochmal ganz neue Möglichkeiten oder nochmal weitere Möglichkeiten. Vorhin war das Thema einmal kurz Veranstaltung. Vielleicht magst du da nochmal hin scrollen, wo wir die finden. Genau, das ist einmal hier dieser kleine Kalender in der Ecke. Dort kann ich, wie gesagt, auch als Betrieb bestimmte Veranstaltungen, wenn ich beispielsweise Tag der offenen Tür oder sowas veranstalte zur Berufsorientierung, dann kann ich auch das hier angeben. Und ich finde natürlich auch Veranstaltungen wie Berufsorientierungsparcours oder eben Azubi Speed Dating, wenn wir mal auf den heutigen Tag gucken, finde ich, dann müsste ich eigentlich das Azubi Speed Dating finden. Vielleicht, weil es schon vorbei ist. Oder vielleicht das, ja, genau, das kann sein. Genau, das findet man oder möchten wir da zukünftig auch möglichst hier haben, dass man dann sagt, wenn ich was anbiete, dann gucke ich da auch mal rein, ob ich damit irgendwas vielleicht auch, dass das vielleicht nicht so passt. Hier, am 22. April, das ist ja auch etwas, was alle interessiert, dieser Zukunftstag oder Girls and Boys Day, solche Dinge. Und ein Praktikumskalender soll es dann zukünftig auch geben, dass man weiß, wann machen die Schulen denn ihre Praktika. Das sollte dann auch darüber zu finden sein. Mhm.
Jetzt lege ich gerade hier nochmal im Chat. Hier schreiben mir Unternehmen, ja, sie sind schon drin. Das freut uns natürlich. Andere schreiben, leider habe ich hier im ländlichen Bereich noch nie von der Internetseite gehört. Das sehe ich als Elternteil. Unsere Unternehmen sind dort platziert. Spürbare Zuläufe und Nachfragen dazu habe ich allerdings noch nicht. Das Unternehmen an sich, so lese ich es, wünscht sich da noch mehr Reichweite und Sichtbarkeit. Mein erster Eindruck wäre jetzt, liegt vielleicht daran, dass es so frisch und neu noch ist und man erstmal die Werbetrommel kräftig rühren muss. Oder was würdest du dazu sagen? Ja, genau. Das ist zum einen, dass wir sagen, die ist seit Anfang, Mitte Januar ist sie jetzt auf den Weg gebracht, ist sie online. Und auch in den Schulen muss das ja auch erstmal richtig ankommen und als Handwerkszeug dort angesetzt werden und da eingesetzt werden. Und ja, das muss wachsen, sowas. Und wir versuchen natürlich sowas dann auch über Beiträge dann in Social Media etc. Zu bewerben, diese Seite, dass man sagt, man findet das auch da, weil letztendlich muss man das ja irgendwie auch an die Jugendlichen herankriegen, die jetzt im Homeschooling sind. Genau, das sind ja nochmal extrem schlechtere Bedingungen, als wir die im Normalfall hätten. Super, wenn du magst, dann genau, schließ gerne nochmal die Freigabe. Dann würde ich vielleicht dich nochmal bitten, Annika, ich habe da vorhin die Zielgruppe Eltern gesehen. Warum bindet ihr die Eltern mit ein und wie geschieht diese Einbindung? Also es ist so, dass Eltern immer noch den größten Einfluss haben, wenn es um das Thema Berufswahl ihrer Kinder geht. Also das ist schon lange so und das ist auch weiterhin so. Im Jahr 2018 hat der Landkreis Osnabrück eine Schülerinnen- und Schülerbefragung gemacht zum Thema Berufsorientierung. Und da ist auch nochmal ganz eindeutig hier für die Region das Ergebnis rausgekommen, dass die Eltern den größten Einfluss haben bei der Berufswahl. Und deswegen sind sie, wenn wir über das Thema Recruiting sprechen und Recruiting-Wege sprechen, einfach ein ganz, ganz zentraler Ansprechpartner. Und die Zielgruppe sollte einfach mitgedacht werden. Und ja, das machen wir eben auch auf der Ausbildungsregion-Seite. Und dort bieten wir dann nochmal Informationen für Eltern. Wir informieren sie, welche Ansprechpartner gibt es hier in der Region, wenn ich mein Kind unterstützen möchte und welche Veranstaltungen gibt es. Hast du einen Tipp für unsere Unternehmen, die hier heute Nachmittag dabei sind? Was können die Unternehmen, die Ausbildungsbetriebe in puncto Elternarbeit tun, verstärkt Eltern mit in die Akquisetätigkeiten einzubeziehen? Ja, habe ich. Und zwar ist es so, dass ich Eltern immer bei den Akquisetätigkeiten mitdenken würde. Ganz konkret bedeutet das, ich würde Stellenausschreibungen in regionalen Printblättern platzieren. Und klar, auch so Printblätter, ja, digital, aber auch in gedruckter Form, Printzeitungen, auch das macht Sinn, das zusätzlich zu machen. Darüber erreicht man die Zielgruppe natürlich auch. Also da sind wir ganz klar noch im Printbereich und tatsächlich auch bei Facebook. Also da müssen wir jetzt differenzieren. Es ist nicht mehr nur so, dass man sagt, die Jugendlichen sind bei Facebook. Nee, das ist rückläufig, sondern die Generation der Eltern ist da jetzt anzutreffen. Und wenn sie bezahlte Werbung schalten bei Instagram, dann können Sie das automatisch auch bei Facebook machen. Dann können Sie also quasi mit einem Beitrag zwei Zielgruppen erreichen. Und das Ganze ist tatsächlich auch recht überschaubar von den Kosten. Also Sie können entweder nach Klickzahlen bezahlen oder nach Impressionen, also so nach Sichtkontakten mit dem Beitrag und können schon für ca. 50 Euro einen Beitrag erschalten. Wenn man das mit anderen Preisen vergleicht, ist das, glaube ich, ist das völlig in Ordnung, um das auch mal zu testen und zu gucken, was habe ich denn hier für Rückläufer. Und wenn Sie sich einen Business-Account dort einrichten, dann haben Sie tatsächlich auch die kompletten Userinnen und User-Statistiken. Also da kann man nochmal gucken, wie oft wurde das geklickt, wie viele Interaktionen gab es. Ja, es ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Einblick für die eigenen Recruiting-Tätigkeiten, um die auszuwerten. Und ansonsten ist es so, platzieren Sie Ihre Stellenausschreibung direkt vor Ort. Also Katja Bielefeld hat es ja vorhin auch schon mehrfach gesagt, arbeiten Sie mit Schulen zusammen, gucken Sie, dass Sie dort einen direkten Draht finden und das können Sie eben auch mit Eltern machen. Wenn Sie so eine Kooperation auf den Weg bringen, kann man sagen, wir bieten zum Beispiel einen Elternabend in unserem Betrieb an oder Sie sagen, Sie stellen mal einmal Do's und Don'ts im Bewerbungsprozess auf einem Elternabend vor oder Sie machen tatsächlich einen Tag der offenen Tür nur für Eltern. Und wir haben eben auch bei unseren Veranstaltungen dann auch häufig eine Elternmesse mit dabei.
Und das ist auch immer noch eine gute Möglichkeit. Ach genau, und simpel eigentlich und doch total wirksam ist, Eltern mit in Feedbackgespräche einzuladen. Sie haben einen guten Praktikanten, Sie sagen, Mensch, den wollen wir halten. Dann nutzen Sie das, laden Sie den Jugendlichen zum Feedbackgespräch ein und sagen, Mensch, bringe mal Mama und Papa mit. Und unterbreiten dem schon mehr oder weniger das Angebot und sagen, also wir würden uns total freuen, wenn wir von dir eine Bewerbung bekommen, wenn du fertig bist. Okay, super. Jetzt mit Blick auf die Zeit, liebe Damen und Herren, wenn Sie noch eine Frage haben, stellen Sie mir die ganz gerne noch im Chat. Ich würde sonst dich, Katja, noch mal fragen, in diesen Corona-Zeiten, wie organisiert ihr euch im Moment? Wie organisiert ihr eure Arbeit? Wie haltet ihr den Draht? Also wir haben, seit klar wurde, dass die Pandemie noch länger andauert, haben wir alle unsere Handlungsfelder durchforstet und geguckt, was davon können wir auf jeden Fall digital umsetzen. Das sind zum Beispiel unsere Netzwerktreffen, die wir regional anbieten, dass wir die alle über Zoom-Konferenzen umsetzen. Das werden wir auch weiterhin so tun, dass wir gucken, können wir präsent gehen oder machen wir das digital. Per Zoom hat gut funktioniert in der Vergangenheit. Das machen wir auch weiter so. Dass unsere Beratungsgespräche für Unternehmen in Sachen Azubi-Ansprache, auch das geht über Zoom ganz gut. Und auch bei den Messen gucken wir immer, können wir präsent oder müssen wir Light-Versionen anbieten? Können wir irgendwas so abspecken, dass es dann doch Corona-konform funktioniert in Präsenz? Und dann auch unsere Kooperationsprojekte, hatte ich ja auch schon erwähnt, auch da gucken wir immer, wie wir Unternehmen und Schulen dabei unterstützen können, diese Projekte vielleicht auch digital umzusetzen. Okay, danke schön. Jetzt kommt hier noch mal eine Frage rein. Könnten Sie mir die Kontaktdaten von Frau Bielefeld, Frau Schütte durchgeben? Das mache ich. Wir geben all unsere Kontaktdaten, etwaige Infos auch gerne im Nachgang noch mal per Mail sende ich Ihnen die, oder die sich über Xing angemeldet haben, bekommen das über Xing noch mal gespiegelt, und dann können Sie den direkten Kontakt suchen und scheuen Sie da auch nicht, wenn es jetzt doch eine Frage in Richtung Ausbildungslotsen ist, Frau Schütte oder Frau Bielefeld anzusprechen. Wir werden das hier intern streuen und Sie gut vernetzen. Das ist ein Hauptteil unserer Tätigkeiten hier ja auch, sodass Sie da Unterstützung erfahren. Genau. So, dann sehe ich im Chat, dass wir eigentlich soweit das Große und Ganze auch abgearbeitet haben. Wir wären mit Blick auf die Zeit am Ende. Deswegen würde ich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, richten, dass wir Sie begleiten durften, dass Sie uns gefolgt sind und das Thema interessant fanden und uns heute Nachmittag eine Stunde Ihr Ohr geschenkt haben. Und bei euch, Katja und Annika, würde ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, hier uns zu begleiten und für die Vorbereitung. Und vielleicht, wenn ihr noch einen Abschlusssatz sagen wollt, den will ich euch natürlich nicht abschneiden, den könnt ihr natürlich noch loswerden. Aber von unserer Seite erstmal ein großes Dankeschön an euch. Ja, von mir auch vielen herzlichen Dank für das Zuhören und wie Sandra Schürmann schon sagte, melden Sie sich gerne, wenn Sie noch Fragen im Nachgang haben. Ich nehme mir die Zeit, auch diese dann im Nachgang zu beantworten. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank, auch an dich, Sandra. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ich nochmal ein, zwei Abschlusssätze habe, dann würde ich den Tipp mit auf den Weg geben, stellen Sie sich möglichst breit auf. Nicht nur eine Maßnahme, sondern viele Maßnahmen. Und wenn Sie individuell nochmal auf Ihre Recruiting-Wege gucken wollen, dann machen wir das gerne mit Ihnen gemeinsam. Also melden Sie sich. Super, danke schön. Genau, und ihr habt ja auch so ein schönes Angebot, dass ihr einen Check zur Azubi-Ansprache für Unternehmen anbietet, wo ihr einmal auf alle Maßnahmen gemeinsam blickt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen hier aus der Runde noch interessant, da sprechen Sie uns einfach an.
Gut, unsere nächsten Termine für das Format Unternehmen Wissen to Go stehen auch schon fest. Wir werden jetzt erst etwas Osterferien machen und dann kommen wir zurück mit dem Thema Social Media. Wir haben den René van der Herr von der Agentur Medienweite hier aus Osnabrück zu Gast. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht, zum Thema Social Media richtig nutzen, Marketing und Vertrieb auf Facebook und aber auch den anderen Plattformen. Wir haben vorhin die Wichtigkeit gehört. Vielleicht ist das etwas für Sie, findet am 15.04. um 15 Uhr statt. Dann haben wir am 6. Mai Vertriebsfachmann Oliver Schumacher bei mir zu Gast um 15 Uhr zum Thema Alles hat seinen Preis. Wie Sie Ihre Preise durchsetzen, ist da so ein Schwerpunktthema auch. Und genau, wenn Sie weitere Infos zu unseren klassischen Webinaren und Seminaren anschauen möchten, finden Sie das auf unserer Homepage www.vigos.de. Somit steht auf meiner Liste nichts mehr. Wir haben alles abgearbeitet. Ich würde sagen, noch einen schönen Nachmittag. Hier scheint es auf jeden Fall in Nahe sonnig zu sein. Vielleicht haben Sie die Chance, noch ein, zwei Sonnenstrahlen zu genießen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, machen Sie es gut.